Hallo und herzlich willkommen bei Brigittes Stempelstelle. Heute zeige ich euch mal wieder eine kleine Envelope Punchboard Verpackung. Die ist 8 x 7,5 cm groß. Da passt eine kleine Balea-Maske zum Beispiel rein. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich zeige euch nämlich jeden Mittwoch neue Videos rund ums Basteln mit Papier und natürlich mit Stamping-Up-Produkten. Und würde mich riesig freuen, wenn ihr mich regelmäßig anschaut. Natürlich wäre es klasse, wenn ihr noch einen Daumen hoch da lasst oder einen Kommentar. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Anleitung. Für diese Schachtel braucht ihr ein Papier in Wassermelone und das wird zugeschnitten 14,4 x 14,4 cm groß. Sämtliche Produkte von Stamping Ups, wie diesen Papierschneider hier, könnt ihr über mich bestellen. Dazu schreibt ihr mir einfach eine E-Mail an info@stempelstelle.de oder wenn ihr den neuen Katalog anfordern möchtet oder Frühjahr-Sommer-Katalog, meine ich ja, dann schreibt ihr mir einfach eine E-Mail und vergesst eure Adresse nicht. Das Tolle an dem neuen Frühjahr-Sommer-Katalog ist die Celebration. Und zwar geht die noch bis 31. März. Und das heißt, pro 60 Euro Bestellwert könnt ihr euch hier einen Gratisartikel aus der Broschüre aussuchen. Und wenn ihr euch auch jetzt in der Zeit entschließt, bei Stamping Up einzusteigen, dann habt ihr nämlich die tolle Option, zum einen, dass ihr für 129 Euro Stamping Up Produkte im Wert von 230 Euro euch aussuchen könnt. Das ist echt eine ganz tolle Sache, weil dieser Betrag ist während der Celebration immer ein bisschen höher als sonst. Und deswegen solltet ihr unbedingt einsteigen. Und wer Interesse hat, auch Stamping Up Demonstratorin zu werden, so wie ich, der braucht sich einfach nur an mich wenden, an info@stempelstelle.de. Dann könnt ihr von mir auch meine WhatsApp haben und könnt euch erkundigen, auch telefonisch oder so weiter. Und könnt bei mir ins Team kommen. Ich würde mich riesig freuen. Wie gesagt, ihr zahlt 129 Euro und könnt euch aus dem Hauptkatalog, aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog, Ware im Wert von 230 Euro aussuchen und zahlt nur 129 Euro dafür. Also ist das nicht irgendwie ein Einsteigerset, das schon vorgegeben ist, sondern ihr könnt euch das ganz selber individuell zusammenstellen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ihr die Option 2 wählt. Da ist dann eine ganz tolle Basteltasche dabei und im Wert von 61 Euro. Und da zahlt ihr dann 160 Euro und könnt aber auch Produkte im Wert von 230 Euro euch aussuchen. Also wie gesagt, wenn ihr da Interesse dran habt, meldet euch bei mir. Oder wenn ihr den neuen Katalog haben wollt, einfach melden. Ich schicke ihn euch gerne zu. So, jetzt kommen wir aber zu unserer Verpackung. Und zwar mache ich heute mal wieder was mit dem Envelope Punchboard. Das ist dieses hier. Da ist auch dieses Falzbein dabei. Und wir legen dieses Papier, das die Maße 14,4 x 14,4 cm hat, hier rein und falzen es zum einen bei 6,7 cm. Also das wäre bei 2 5/8 Inch oder wie gesagt 6,7 cm. Da wird es dann einmal gestanzt und dann wird hier diese Falzlinie nachgezogen. Die zweite Falz ist bei 8,1 cm. Auf wieder stanzen und nachfalzen. Die zweite Falz braucht ihr jetzt nicht mehr hier anlegen, sondern ihr legt die Nase in die erste Rille, stanzt und falzt und die zweite genauso. Und so mache ich das jetzt ringsum. Dann habe ich diese Falzlinien hier und das falze ich jetzt alles nach. Jetzt schneide ich es ein. Und zwar schneide ich hier gerade ein und die kleine Lasche wird dann etwas rausgeschnitten.
keilförmig eingeschnitten. Gerade keilförmig einschneiden. Jetzt brauche ich noch 4 Gludots. Das sind diese Mini-Klebepunkte hier. Und den drücke ich hier drauf, den Gludot. Und dann wird die Schachtel hier verklebt. Und so mache ich das reihum. Die Schachtel ist dann fertig und dann passt hier meine Balea-Maske rein. Das ist eine Feuchtigkeitsmaske, die habe ich einmal gefaltet und die kommt dann hier in die Schachtel rein. Jetzt brauche ich noch den Deckel hier oben. Dazu nehme ich mir wieder meinen Papierschneider und schneide mir jetzt 2 Stücke zu, die 7,5 x 8 cm groß sind. Achso, und dazu habe ich Blütenrosa hier genommen. Das sind jetzt 2 Stücke, 7,5 x 8 cm. Dann brauche ich noch ein weißes Reststück. Das ist groß 7 x 7,5 cm. Und von den ganzen Stücken werde ich jetzt noch die Ecken abrunden. Das mache ich mit der Trio-Stanze. Ihr könnt die Ecken aber auch mit dem Envelope Punchboard abrunden. Das hat nämlich hier hinten auch einen Eckenabrunder. Und dann könnt ihr das so machen. Aber ich nehme hier gern meine Trio-Stanze. Jetzt hoffe ich bloß, dass die Ecke genauso abgerundet wird. Sieht ein bisschen anders aus. Deswegen nehme ich die letzte Ecke wieder mit dem Envelope Punchboard. So. Aber die hier mache ich mit der Trio-Stanze. Diese beiden Teile sind der Deckel unserer Schachtel. Deswegen kommt jetzt hier ein so Stück unter diese Lasche und ich tue hier diesen Tombow-Kleber drauf. Dann lege ich den, ihr müsst da aufpassen, das Papier ist an einer Seite ja länger wie das andere, also müsst ihr gut ausrichten, dass ihr es auch richtig rum habt. Und dann richte ich mir den Deckel hier unten ein, dass er hoffentlich stimmt. Dann kommt hier auch nochmal Tombow-Kleber drauf. Und es kommt der Deckel genau gleich drauf wie der untere. Wenn ihr das ziemlich schnell macht, könnt ihr es immer noch korrigieren, wenn mal was nicht stimmt. Weil am schönsten sieht es natürlich aus, wenn es genau gleich drauf liegt. So, das beschweren wir jetzt eine Weile. Mit ein paar Acrylblöcken, also so, und lege es auf die Seite. So, als Hintergrund nehme ich ein paar Spritzer aus diesem Stempelset. Und zwar nehme ich diesen Spritzerstempel und hier meinen geliebten Ornamentstempel. Das werde ich in Wassermelone stempeln. Und in Anthrazitgrau. Und in Schiefergrau. Den süßen Ornamentstempel nehme ich jetzt hier auch drauf auf meinen Stempelblock. Den möchte ich aber ganz besonders verwenden und zwar mit diesem tollen champagnerfarbenem Glanzfarbenzeug hier. Das verlinke ich euch, wie es heißt. Ich kann es mir nie merken. Wie ihr gesehen habt, habe ich es jetzt ein bisschen geschüttelt. Dann habe ich hier in meinem Deckel die Farbe
Und da passt ganz toll mein Stempelchen rein, also mein Schwämmchen. Jetzt nehme ich hier noch eine Unterlage, dass ich mir meine Stempelunterlage nicht versau. Also hier die Farbe und die tupfe ich jetzt auf den Stempel drauf und stempel das ab. Vielleicht nochmal und dann glitzert das nämlich so richtig schön. Hier unten kann ich auch nochmal stempeln. Dann kann ich das wieder zumachen und auch trocknen lassen. Und dann kommt hier einfach noch mein ausgestanzter Schmetterling drauf. Wenn ihr jetzt euch entscheidet, dass ihr das Stempelset Schmetterlinge kaufen möchtet, dann beeilt euch ganz arg, weil die Superstanze Schmetterlingsduo ist im Rückstand. Oder zumindest bald im Rückstand. Also beeilt euch, wenn ihr es haben möchtet. Das wäre echt toll. Was ich jetzt noch machen kann, ist mit dem Schwämmchen hier auch noch über meinen Schmetterling ein bisschen drüber fahren. Dann kriegt er nämlich auch diesen wunderschönen Champagnerglanz. Und glitzert so toll. Und der kommt dann nachher hier auf mein Vorderteil drauf. Jetzt möchte ich noch einen kleinen Spruch dazu haben. Den stempel ich mir auch noch kurz. Und zwar der passendste Spruch zu dem tollen Glitzer-Schmetterling ist doch einfach, wenn es mal nicht läuft, streu Glitzer drauf. Den stempel ich mir jetzt auch gleich hier drauf. Dazu nehme ich mir aber den Stemperatus. Weil ich habe das ja jetzt so schön gestaltet, da möchte ich auf gar keinen Fall, dass das verrutscht oder sonst irgendwie nicht funktioniert. Deswegen kommt es jetzt hier hin. Und ich stempel das mit schwarzer Tinte. Und dann kommt natürlich noch der Schmetterling drauf. Und schon ist meine kleine Verpackung fertig. Hier ziehe ich jetzt noch einen Silberfaden durch. Und zwar mache ich hier und hier ein Loch in die Verpackung. Und ziehe dann hier den Faden durch. Die Schachtel wird jetzt hier mit einem Faden noch geschlossen. Damit macht ihr einfach einen Knoten rein. Weil ihr könnt es dann einfach hier drauf trümpeln und wieder wegmachen. Wenn ihr nicht allzu fest und nicht allzu locker gemacht habt, hebt es so wunderbar. Dann kommt das natürlich noch auf die Vorderseite. Und unser Schmetterling kommt natürlich auch noch drauf. Den bringe ich noch ein bisschen in Form und werde ihn dann mit einem Mini-Dimensional draufkleben. Aber vorher machen wir das hier auch noch mit 4 Dimensionals oder mit 5 hin. Und schon ist meine Verpackung fertig. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn es mal nicht läuft, streu Glitzer drauf. Das ist übrigens auch ein Celebration Set. Das heißt, das ist ein Stempelset, das ihr euch für 60 Euro Bestellwert gratis noch zu eurer Bestellung dazulegen könnt. Und das ist wirklich ein ganz tolles Set, mit dem ihr viel anfangen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch mein Video gefallen hat. Vergesst bitte nicht zu abonnieren und alles Liebe bis nächste Woche, eure Brigitte.